Ja, also ich darf euch zum nächsten Vortrag begrüßen, zu meiner Person. Mein Name ist Manfred Wörl, ich bin seit vielen, vielen Jahren in der IT-Security unterwegs und ich habe da eine andere Darstellung des Lebens einmal dargestellt, nicht kartografisch, sondern in einer XY-Schiene über die Zeit. Begonnen das Ganze aus der Netzwerktechnik. Wir waren die allerersten an der Experimentalphysik, die im Internet waren. Wir hatten eine direkte X25-Verbindung nach Genf und von dort in die USA. Diese Begriffe kennt man heutzutage gar nicht mehr, DATXP oder X25. Und ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Und dieses Wissen sozusagen habe ich im nächsten Schritt, nachdem ich als Assistent von der Physik weggegangen bin, in die erste HTL hinüber mitgenommen, in die Spengergasse. Dort haben wir dann eine Anbindung auch über DATXP an die Experimentalphysik gehabt. Wir waren also die erste HTL im Internet, wo immer die große Diskussion im DGM war, wer war zuerst dran und wer war nachher dran. Aber das war nur die Einleitung des Ganzen. Begonnen hat es immer mit Security, das ganze Thema, und natürlich neue Begriffe, das war das Wichtigste, immer an vorderster Front dabei zu sein. Der erste Vortrag über die damals noch ADV, Arbeitsgemeinschaft Datenverarbeitung, zu Themen Cloud. Die allerersten Themenbereiche ins Begriffe hinein, die noch niemand kennt oder gekannt hat vor 4 Jahren. Das war immer sehr frustrierend, weil da gab es etwas Neues, was auch da hinten läuft, das heißt Digital Signage. Jeder ITler sagt, ah, das kenne ich, das heißt digitale Signatur. Das heißt, die Begriffsbildung ist bis heute noch nicht wirklich durchgedrungen und geht eher ins Marketing. Also da geht es darum, eine neue Art der Informationsverteilung zu machen. Ganz völlig neu, wenn man das wirklich durchdenkt, ist das völlig eine andere Art, zu Informationen zu kommen. Weil nämlich da der Weg, den wir vorhin gesehen haben, über Webshop, da hinein, Suchmaschinen dort, geht es hier wirklich vom Erzeuger der Information zum Point of Sales, zum Endkunden, direkt durch. Aber das ist ein philosophisches Problem, da rede ich halt nicht weiter, das ist nicht das Thema. Und das Ganze führt natürlich dann im Sicherheitsbereich weiter zu etwas, was jeder kennt, Datencloud. Panama ist überall. Das heißt, wir müssen bei allen Aktivitäten im Netz immer mehr aufpassen, weil die uns lästig kommen wollen, immer mehr und bessere Ideen haben. Bei einem Vortrag habe ich einmal den Begriff geprägt, wir haben Industrie 4.0, wir haben jetzt schon den Hacker 4.0. Hat einer aufgezeigt, bitte, der heißt Hacker 5.0, weil der ist uns immer voraus. Also das ist ein Thema, wo wir wirklich aufpassen müssen, dass wir nicht in ein Ding aufsitzen, und da schreit das Webshop nahezu danach, dass man etwas tut, was man nicht tun sollte. Man weiß heutzutage bei E-Mails, dass man aufpassen muss, aber beim Webshop so richtig ist das Bewusstsein noch nicht dort, dass dort andere Gefahren drohen, die hier ich ein bisschen andeuten möchte. Also darum geht es eigentlich in meinem Vortrag. Und ein weiterer Punkt, den ich noch betonen will, nachdem also mein Herz jetzt an der Digital Society hängt und ich da ein Potenzial sehe, nämlich das Bewusstsein zu bilden, wie muss sich ein Benutzer verhalten in Zukunft, wo sind die Risiken und wo kann ich eingreifen und nicht nachher aufräumen. Sehr oft wird man geholt, wenn schon was passiert ist. Besser ist, man macht vorher nichts falsch. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Warum haben wir diese Probleme überhaupt jetzt gerade im Internetbereich? Ich behaupte, wir sind jetzt in einer Goldgräberstimmung auf der anderen Seite und wir sind Sklaven in dem Bereich. Wir haben ein neues Klondike. Was war damals so interessant? Erstens, jeder hat versucht, sein Claim abzustecken. Wie viele zigtausend Webshops gibt es heute? Wie viele werden übrig bleiben? Und jeder versucht, sein Claim abzustecken mit Tricks und Methoden, um den Kunden zu fangen und zu überleben. Und jetzt kommt natürlich wie bei allen diesen Bedingungen, erst einmal Geschäft machen, später reden über Security. Zum Beispiel Internet of Things, dasselbe, kommt gleich nachher auch im Shoppingbereich Internet of Things. Das Thema, heutzutage, wenn ich frage einen IoT-Entwickler, wie schaut es mit der Security aus, geht mir nichts an, das macht die IT. Aber vom Design her sind es unwahrscheinlich viele Dinge in der Welt, die gerade schwer, grob, fahrlässig, unsecure designt werden. Wir haben 20 Milliarden Devices derzeit adressierbar auf der Welt. Und davon ein Bruchteil sicher designt.
Also ganz ein heikler Punkt in der Richtung, und da werden wir uns auch mit der Digital Society hinein verstärkt hineinbegeben. Seit 14 Tagen bin ich bei der Arbeitsgruppe 27 bei der Austrian Standards, ehemalige ÖNORM, dabei, wo es auch bereits einen Standardentwurf international über IoT und Security gibt. Später dazu mehr, heute nicht mehr, auch in diesem Verein, weil das weiß eigentlich niemand in Österreich, dass da was läuft. Aber da gibt es bis jetzt nur Draft. Aber es geschieht was. Das heißt, wenn jetzt sozusagen der Schutz nicht ganz funktioniert von außen, muss ich mich selber schützen. Das heißt, richtig verhalten, damit also gerade im Webshop mich nicht in offene Messer hineinlaufe. Denn der nächste Punkt, Gesetzesgebung, die sind immer 5 Generationen hinten nach. Das ist einfach so. Haben wir ganz kurz gehört, die Unsicherheit ist gegeben, weil eben die nicht nachkommen kann. Naja, das heißt, wir gehen die alte Geschichte an, schütze dich selbst. Wo ist das größte Problem eigentlich in Wahrheit? Und da war ein ganz kleiner Begriff, den ich übergangen habe absichtlich auf der zweiten Folie, nämlich BCM, Business Continuity Management. Im Prinzip sollte privat und der Firma alles so laufen, dass man seinen Betrieb oder sein Ich oder sein Privatleben kontinuierlich ohne Abstürze überlebt. Da gibt es 100.000 Dinge und eines dazu ist die Privatsphäre. Da gibt es also viele Bereiche in dem Themenbereich und vor allem das Schlagwort Awareness. Das ist eines der wichtigsten Punkte von heute. Ich möchte ein bisschen in dieser Runde die Awareness steigern. Das Bewusstsein, dass man bevor man etwas eingibt oder mit dem Finger draufklickt, eher sich zurückzieht. Und wir haben das vorhin gehört, wenn Sie so AliQuest oder Alibaba 40 Räuber einem auflauern, wenn Sie alle Informationen wollen, bevor ich sie hineingebe, lieber auf das andere Shop wechseln oder das eben gerade nicht tun. Die Zitate, die man heutzutage leider immer wieder findet, meine Daten interessieren niemanden. Ja, da wird man schon ganz grubelig, wenn man das hört. Richtig, die Daten sind vorerst einmal gar nicht das Hauptziel, sondern allein der Rechner, den zu übernehmen, ist einmal ein Ziel, um eine DDoS-Attacke zu fahren. Da fängt es einmal an. Dass man natürlich mit geklauten Daten bis zum Identitätsdiebstahl gehen kann, das Punkt werde ich kurz ein Beispiel zeigen dann, das ist natürlich schlimm. Das heißt, das kann jemand sich für Sie ausgeben, das sehen wir schon im Zusammenhang zum Shop, in Ihrem Namen einkaufen. Und jetzt kommt natürlich die Rechtsfrage. Was passiert dann? Und jetzt ist die Nachweispflicht, die Beweisbarkeit, die Glaubwürdigkeit. Wieder ein Beispiel aus der Praxis. Jemand hat von uns ein Gutachten verlangt, eine Spendenaktion hat ihn ausgetrickst. Er hat 10 Euro gespendet und wir haben ihm 50 abgebucht. So was gibt's. Ich sage den Namen nicht, was rufschädigend ist, wer das tut. Aber was ist passiert? Die haben behauptet, er hat 5-mal getippt. Wie soll er das beweisen, dass er es nicht gemacht hat? Das ist ein Problem. Also aufpassen bei all diesen Dingen, dass Sie nicht zu schnell Informationen wohin geben und vielleicht auch nicht unprotokolliert wohin gehen, sobald, wenn es auch irgendwie möglich ist. Dann natürlich das Vertrauen, aber okay, das ist eine Sache, wem vertraue ich im Webshop? Doch da habe ich noch eine kurze Folie dann noch. Es wurde bereits erwähnt, Sie können Webshops zertifizieren lassen, den Link habe ich drinnen, können wir uns dann gleich anschauen. Und natürlich eine Aussage, die immer zutrifft, also die immer antrifft, sagen wir so, es trifft immer die anderen. Der Haken daran ist, dass die anderen das nicht sagen. Wir hören heutzutage viel zu wenig, wenn was passiert. Wir wissen das, weil ich also auch Gutachter bin bei Gericht, dass die meisten Fälle in der Verschwiegenheit weggrundeln, damit ja nicht eine Verunsicherung entsteht. Und auch gleich ein Hinweis zur Kreditkartensache, wenn Sie dort auch nur mit dem kleinen Finger so machen, Achtung, wenn du nicht zurückzahlst, sehen wir uns in der Öffentlichkeit, wird sofort alles erledigt. Absolut. Selbst auch erlebt bei einem Fall, dass in Amerika, in England drüben war ich kurz drüben und nachher wurde auf meine Kreditkarte noch einmal gegessen in dem Lokal. Ich wollte natürlich nachforschen und habe nachgestoßen. Ich möchte Info. Was war? Nichts, keine Info kam zu mir, es wurde nur storniert. Es wird einfach stillgeschwiegen, wenn da was passiert bei solchen Aktionen. Ich war bei der Kreditkartenfirma, ich urgiert, dieser Beleg kann nicht sein, da war ich schon in Österreich nachweislich und nicht mehr dort. War leicht zu beweisen für mich. Wir haben es kurz zur Kenntnis genommen, die E-Mail hat gereicht.
weil sie wahrscheinlich versucht haben, Belege zu prüfen, wie auch immer. Wobei die interessante Geschichte ist, wenn man jetzt da Kreditkartenbetrug hört, ist es meistens ein Beleg, den man irgendwo in einer griechischen Taverne weggeschmissen hat oder umgekehrt. Machen Sie es einmal richtig. Wozu gibt es die drei Ziffern da hinten? Ist doch ein irrsinniger Blödsinn eigentlich auf der Kreditkarte. Wozu sind die drei Ziffern da? Wenn ihr Kreditkarte in der Hand habt, merkt man die genauso. Das heißt, Sie müssten eigentlich beim Benutzen eines Kaufes mit der Kreditkarte, sprich jetzt nicht im Netz, sondern diesmal normal, müssten Sie sagen, lieber Kellner, komm her, vor meinen Augen wird gerubbelt und du schaust nicht nach hinten auf die Karte. Machen Sie das einmal in einem Lokal. Das ist ein anderes Thema. Das sagt er dann, ja. Das sagt er dann, aber im Prinzip... Da muss ich drei Ziffern drüber kriegen. Ja, das, wie auch immer, auf alle Fälle, der normale sogenannte Internetbetrug resultiert aus der Security aus zu 99% aus einem anderen Betrug, der de facto zu einer Nutzung dann im Netz führt. Das ist kurz auf den Punkt gebracht. So, jetzt machen wir weiter, sonst sitzen wir morgen noch da, weil es ist ein spannendes Thema, klarerweise, aber können wir gerne nachher noch drüber reden. Und dann natürlich ein Thema, was ganz interessant ist, es gibt in Amerika, drüben sind schon ein bisschen vorsichtiger, weil vielleicht passiert auch mehr, das Department of Defense hat eine eigene Abteilung eingerichtet, die sehr viel Geld zur Verfügung stellt gegen Identitätsdiebstahl. Naja, was macht Österreich? Null. Ich habe noch nie irgendwas gehört in Österreich, dass da irgendwas gemacht wird als Hilfe für die armen Leute, weil die sind wirklich arm, wenn die Identität gestohlen wird. Ich möchte nicht das Beispiel davon der Sandra Bullock nehmen, das Netz, falls das wer gesehen hat. Ein Spitzenfilm von der Denkweise her, aber da sind wir nicht so weit entfernt davon, wenn einer wirklich Identitätsdiebstahl vorhat. Und da sieht man natürlich genau, dass die Amerikaner da ein bisschen mehr schon dahinter sind, dass da auch eine Hilfestellung für den Armen, den es betrifft, gegeben ist. Ja, also das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt jetzt, dass man natürlich selber schützen muss, seine Daten. Und da haben wir ja ein bisschen an Vierzeiler dazu geschrieben, dass man das selber schützen sollte und dann ein paar Begriffsbildungen zum letzten oder vorletzten Vortrag. Wir haben den Begriff Datenschutz und Datensicherheit. Das eine, Datenschutz, wird durch das DSG 2000 versucht abzubilden, da kommen auch Begriffe noch, die Datensicherheit, dass sie nicht verloren gehen. Und da ist auch so ein Begriff gefallen im letzten Vortrag. In einem Cookie, wo mein Passwort vielleicht drinsteht. Jaul, jaul. Das sind so Dinge, die natürlich gefährlich sind. Auf das komme ich gleich. Was mache ich mit? Wie mache ich das wirklich? Weil irgendwo muss ich ja meine Passwörter haben. Also ich glaube, ich habe in meinem Umfeld an die 40 Passwörter, die ich brauche. Die kann man sich nicht einfach unaufgeschrieben einfach merken. Aber es gibt Möglichkeiten über einen Formalismus, den ich Ihnen kurz zeigen werde, wie man bei einem Webshop das machen kann. Und dann haben wir natürlich die Rechtsprechung, die nachhinkt, und die Praxis, was ist gescheit, was man macht. Es ist immer besser, man klärt das praktisch mit jemandem, mit einem Partner, mit einer Notariatsstelle, die dazwischen im Handel steht. Weil Recht, es gibt kein Recht, ich zitiere das als Sachverständiger sehr gerne, obwohl es natürlich nicht gern gehört wird, es gibt kein Recht. Es gibt keins. Man kann 100.000 Gesetze machen, am Schluss kommt heraus, man bekommt Recht. Man bekommt Recht bei einer entsprechenden Stelle und wer besser argumentiert oder teure Anwälte hat, der gewinnt. In den seltensten Fällen stimmt das dann hundertprozentig immer überein, es ist immer meist ein Kompromiss. Und dann natürlich Zukunft und Gegenwart. Wo entwickelt er sich hin? Und das ist ein definitiver Punkt. Wir haben heute noch überhaupt nichts gehört von zum Beispiel Tokens, also irgendwas, was ich in der Hand habe. Und das wird definitiv die Zukunft sein. Ich muss etwas besitzen, um etwas tun zu können. Passwörter sollten in den nächsten paar Jahren, hoffe ich, nicht mehr existieren. Aber das ist wahrscheinlich genauso ein idealistischer Ansatz wie ein nordischer Staat, der sagt, er verbietet alle Benzinautos. Das ist etwas, was ein Wunsch ist und manche probieren es und kündigen es an. Bitte? Ja, ja, ist es Norwegen, Finnland, einer von denen da oben ist es, der gesagt hat, ab dem Jahr X, ich weiß es auch nicht auswendig, darf kein Benzinauto mehr fahren. Auch kein Diesel, nichts. Verkauft, ja gut, dann gibt es aber noch eine Schonfrist, weil die werden eh kaputt. Also solche Sachen passieren, ja, war das? Also. Okay, gehen wir weiter. Und da gibt es natürlich jetzt ein paar Dinge, die hineinzielen in diese Shoppings-Thematik, die uns auch dann zeigt, wo die Probleme vielleicht ein bisschen sind, ob wir größer gesehen als bei rein Security. Ich nenne es das Dittech-Syndrom. Warum sind die auf die Schnauze gefallen?
Sie haben Spitzenverkäufer gehabt, die aber geschult waren als Techniker. Das heißt, ich habe das selber auch gemacht, ich bin im Anrufcenter zu Dietrich gegangen, habe mir das genau erklären lassen, was ich was brauchte, habe mir angeschaut und bin heimgegangen und habe es über Amazon gekauft. Also dieser Weg, dieses optimalen Beratens mit Lagerhaltung, muss man völlig anders aufziehen, sonst scheitert man. Und das ist genau der Weg, der tatsächlich also Dietrich in die Krise gebracht hat. Umgekehrt wieder, und jetzt kommt's, wie schaut es mit der Garantie aus und mit einer Hotline? Das ist auch ein Punkt, den man zur Geizhalskaufthematik einmal diskutieren muss. Wir kennen das, weil wir in manchen Bereichen auch mit Screens zu tun haben. Und natürlich passiert Folgendes, wenn Sie in Österreich einen Samsung-Screen kaufen, Sie gehen in den Geizhals, kriegen Sie in Deutschland billiger. Und zwar so, wenn ich als normaler Geschäftsmann 4-5% draufschlage, bin ich noch unter dem Heck, den er hat. Das heißt, es kann nicht funktionieren. Warum? Zwei Gründe. Erstens haben die große Stückzahlen, damit kriegen sie einen günstigeren Preis und können über Geizhals anbieten. Aber der sitzt irgendwo in Hamburg. Und jetzt schauen Sie mal, wie es mit der Garantie aus. Was ist übrigens Garantie? Eine freiwillige Leistung. Gewährleistung ist die Pflicht, gesetzlich. Garantie ist freiwillig. Somit kann ein Konzern oder eine Firma die Garantie freiwillig reduzieren oder erhöhen. Und wenn ich heutzutage auf einem Screen 3 Jahre Garantie habe, kann er sagen, gebe ich dann nur, wenn du es in Österreich kaufst. Ist ein Riesenproblem wieder, weil da kommt die EU und sagt, darf er nicht sagen. Macht es ein bisschen geschickter heute, aber macht es so. So läuft die Situation, wenn man international vergleicht, aber das sollte Ihnen bewusst sein, dass ich als normaler Konsument eine Gewährleistung habe, die ist Gesetz und Garantie ist freiwillig. Und genauso ist mit der Hotline, wie und wo erfahre ich, wenn ich was brauche. Wenn man Hotline anruft, ist die erste Frage, die ich immer stelle, sitzen Sie in Irland oder wo sind Sie zu Hause? Ich möchte wissen, mit wem ich rede. Sitzen meistens irgendwo in dieser Gegend aus verschiedenen preislichen Gründen und so weiter, also Gebühren. Es gibt noch ein zweites Syndrom, das wir natürlich haben, das haben wir heute schon gehört, das hybride Einkaufen wäre ja nicht schlecht, wenn ich über Internet bestelle und dann physisch hingehe und das kaufe. Nur haben wir da schon das große Kreislersterben und das betrifft natürlich nicht nur die echten Kreisler, sondern auch die technischen Kreisler, wenn ich so nennen darf. Ich habe in Pressbaum ein Geschäft, das gibt es ein zweites Mal nur in Wels. Dieses Geschäft hat alles, aber nicht im technischen Bereich. Ich wundere mich jedes Mal, dass der leben kann. Also solche Geschäfte werden langsam aber sicher aussterben, aber ich weiß, wenn ich was schnell brauche, fahre ich dorthin. In welchem Bereich ist das? Das ist alles. Der hat von der Nudelsuppe angefangen bis zur Farbe, bis zum, also alles, da ist ein echter Universalkreisler. Ein Kaufhaus? Kaufhaus, ich glaube, ich bin. Der Werner kennt das. Also da kriege ich sogar die Gasflasche mit die 5 Kilo, wenn ich es brauche, zum Heizen, alles hat er. Aber das ist selten, sowas gibt es fast nicht mehr. Ja? Das ist nicht so ein Aufsatz-Kaffeefilter, den man früher verwendet hat, zum Aufgießen. Also das wundert mich, sowas würde ich normalerweise heutzutage nur mal bei Amazon suchen, weil ich gar nicht auf die Idee komme, dass der noch sowas hat. Also das sind so die interessanten Geschichten. Also das Kreislerparadigmen, der Wechsel dahinter ist, nächster Punkt, Anschreiben war mal. Das war die Zahlungsgeschichte, dieser komplexe Vorgang, wo ich aufpassen muss, dass Lieferung und Geld in der richtigen Reihenfolge laufen. Früher ist man zum Kreisler gegangen, oh, ich habe mein Geldbeutel vergessen, kann ich bitte anschreiben. Diese Denkweise ist vorbei, Vertrauen gibt es nicht mehr. Kontrolle ist das Einzige, was man noch haben will. Und das ist jetzt, kommt man in das Soziale ein bisschen rein, weil das soll ja auch in der Digital Society hineinkommen. Ich sehe da einen gewissen Wandel in dem Vertrauen. Ich will nicht das Thema Handschlagsqualität in den Raum stellen. Ob es das überhaupt noch irgendwo gibt. Ja, den Begriff kennen die Leute wahrscheinlich gar nicht mehr, was das eigentlich sein soll. Ja, und das ist, persönlicher Kontakt war gestern und ja, das führt also zur wirklichen Vereinsamungsproblematik ein klein bisschen. Und eigentlich wird das Probieren und Angreifen virtualisiert. Und wenn man so an die Zukunft denkt, die kommen nachher noch die Begriffe, so wie Sie sie vielleicht kennen, Augmented Reality mit einer Google-Brille und solchen Dingen mehr. Diese Dinge werden, oder diese Cyber-Gloves, die Handschuhe, wenn man das Ganze spürt, wird so weit kommen, dass man eigentlich schon einkaufen geht, aber zu Hause sitzt dabei. Dass man durchaus das Regal angreift, die Gegenstände wirklich physisch mehr oder minder bekommt. Aber wie gesagt, das ist eine Frage, ob das etwas Positives, lasse ich völlig offen. Es ist eine Richtung, in die es gehen wird. Ja, die Katze im Sack, wissen wir eh, was das bedeutet. Ja, wo sind jetzt die Risikopotenziale? Und zwar in verschiedenen Bereichen.
machen wir es einmal rein theoretisch. Es gibt zwei Bereiche, den Einkaufsprozess und das Produkt selbst. Gehen wir auf den Einkaufsprozess, haben wir dort Risiken. Also da kommen erst einmal die allgemeinen Gefahren der Webnutzung. Damit hätten wir schon einen ganzen Tag zu füllen. Das heißt, wie erkenne ich, ob der da jetzt irgendwelche Fehler eingebaut hat, ist die Webseite geprüft, gecheckt und so weiter. Das ist die allgemeine Nutzung von Webseiten-Thematik. Kreditkartenthematik haben wir schon gesehen, kann man verschieben in verschiedenen Bereichen mit oder ohne Kosten. Sehr interessant sind die neuesten Ansätze, die stark funktionieren, dass er gleich meine Bank anklickt und gleich direkt auf meiner Bank die Überweisung starte. Naja, Graz, da beginnt es natürlich interessant zu werden. Was geht da an Daten noch mit? Wenn man es richtig hat und das Ganze über Handy quasi Handysignatur macht, also über den PIN übers Handy, ist es durchaus noch annehmbar. Aber auch das ist ein Restrisiko, wenn da mein Handy verloren geht und genau er weiß, dass ich das tue. Aber das wird immer bequemer und immer einfacher, hier zu zahlen. Und dann natürlich, welche Daten gebe ich bekannt? Wir haben vorhin gehört, ich kann in Deutschland mir eine Kreditkarte über einen Pass holen. Wer von Ihnen hat Personaldokumente eingescannt? Ja, und jetzt kommt die Frage, wo liegen die? Also das ist eine Frage und jetzt könnte ich natürlich, wenn so etwas angenommen am PC liegt, da geht verloren, es ist nicht kryptisiert und jemand sieht hier einen Pass abgedruckt, also abgelegt, den kann ich durchaus so replizieren auf einem Papier, dass der Kamera das nicht erkennen kann. Also das wollte ich nur bewusst klar machen. Legen Sie bitte keine Personaldokumente ab. Interessant ist eines, bei irgendeiner Umfrage, das ist ein Thema für sich, das ich dann kurz klären werde noch, hat einer versucht, Daten von mir zu kriegen. Hat gesagt, na, welche Firmenbuchnummer? Sag ich, schauen Sie im Firmenbuch nach. Wie alt sind Sie? Schauen Sie im Firmenbuch nach. Ich meine, die kann ja nachschauen. Die Daten sind ja von mir sowieso sehr viele bekannt. Also man muss immer unterscheiden, was weiß man sowieso, was bekomme ich auf andere Wege und was nicht. Und eine Kopie vom Führerschein oder eine Kopie vom Pass kriegen Sie nicht so einfach, außer über Hackerwege. Also Achtung auf diese Geschichten, wo legen Sie es ab? Hinweis von mir, es gibt, wenn man es sich nicht selber antun will, gibt es eine Möglichkeit, wenn man sich eine digitale Signatur löst, kann man dort auch einen Tresor mieten und das liegt dann im staatlichen, halbstaatlichen Bereich, sagen wir so. Also da gibt es einen Bereich, wo man das durchaus als Tresor ablegen kann. Also das kann man in der Pause da weiterreden. Also wichtig ist, Tresore haben. Und zwar nicht physisch, sondern am Computer, wo sie es ablegen können. Da gibt es viele. Und dann ist natürlich die Frage bei einem Tresor, das ist natürlich dann zwangsneurotisch, aber gerade ein Tresor könnte ja wieder für einen Tresorhersteller Hintertürtel drin haben. Logischerweise. Daher die Empfehlung, solche Dinge eben Zertifizierstellen oder ähnlichen Bereichen zu übergeben. Aber jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, wo man aufpassen muss bei den Daten, die man weitergibt. Also, aufpassen beim Webshop, wenn es zu viele Daten verlangen. Ja, bitte. Ja, mir fällt der Name jetzt nicht ein, aber das ist der Tresor. Wer gibt eine digitale Signatur auf? Der Regulator? Der A-Trust, danke, das war's, ja. Der A-Trust-Tresor. Da haben sie, glaube ich, 10 Mega oder sowas oder ein bisschen mehr sogar haben sie dort Platz. Also ich habe da ein paar Sachen schon ausgetestet, das liegt dort schön brav. Kann man auch die Dokumente, witzig, ablegen, digital signieren lassen und dort liegen lassen, digital signiert. Was den Vorteil hat, wenn man es irgendwo zu einem Amt schickt, dass es dann wirklich auch schon ausreicht voll. A-Trust, A-Trust, A-Trust. Also ich habe schon längere Zeit nicht damit zu tun gehabt, weil als Sachverständiger ist man verpflichtet, eine digitale Signatur zu lösen bei denen, das ist eine Hintergrundförderung. Und daher kenne ich das A-Trust und das A-Trust ist eigentlich der Tresor wirklich eine empfehlenswerte Angelegenheit. Ja, und dann natürlich, das war jetzt einmal die Geschichte über die Webgeschichte selbst. Also aufpassen noch einmal mit den Daten. Im Übrigen, als Hinweis, fälschen Sie die Daten nicht. Weil, wenn Sie es viermal fälschen, weiß die beim vierten Mal, wie die richtigen Daten sind. Weil viele fälschen ihre Daten und sagen, ich bin 35, ich bin so und so alt. Und irgendwann kommt er dann, wenn man oft genug fälscht, kann der Rechner im Hinten statistisch ausrechnen, was die echten Daten wären. Na, ist es so? Ja? Weil man normalerweise ja nicht nachdenkt und das instinktiv macht. Wenn Sie jetzt von mir das hören, dann machen Sie das schon ganz anders. Was ich jetzt erzählt habe, ist, wenn man sich hinsetzt und das ausfüllt und irgendwelche Daten fällt, reinschreibt und beim anderen Shop dasselbe macht und die vernetzen sich, schließen die Infos quer. Also ich
Ich gebe grundsätzlich beim Straßennamen hinten einen Buchstaben an, der mich hinweist, bei welchem Webshop ich das eingeben muss. Okay. Sodass, falls ich irgendeine Zusendung oder irgendwas kriege, aufgrund des letzten Buchstaben schließe ich einfach, wo das herkommt. Ja, kenne ich. Das ist eine nette Geschichte, das kann man machen. Ja. Ich merke auch immer mit Druckfehlern, wenn sowas passiert. In der Firma geht immer eine Post an eine Andrea Weiler, aber der heißt Andreas. Also solche Dinge sind, da weiß man dann, wo die dann herkommen. Ja. Das ist eine Möglichkeit, hilft aber auch nicht viel. Man weiß zwar dann, welches Webshop das war, aber so ist es halt. Ja, also das heißt, wir gehen noch einen Schritt weiter mit dem, wie gehe ich jetzt mit persönlichen Daten um? Und da gibt es jetzt ein paar Begriffe, die ich ganz kurz erwähnen will, was eigentlich spannend ist. Was sind eigentlich persönliche Daten? Persönliche Daten sind Identitäten, mit denen die Person bestimmt werden kann. Also Name, Adresse, Telefonnummer, Personalnummer, Familienstand und auch E-Mail wurde schon ausjudiziert. E-Mail ist ein persönliches Datum. Okay, also da sollte man aufpassen. Umgekehrt wieder, was sind sensible Daten? Das gibt es auch als Begriff. Die betrifft uns eigentlich weniger. Allerdings, das sind die Geschichten, religiöse Geschichten, Sexualleben, Bedürfnisse und solche Dinge mehr. Aber, das sollte man schon auch bedenken, es gibt ja auch Shops mit nicht seriösen Produkten. Die fallen eigentlich da hinein. Ist auch den wenigsten eigentlich bewusst. Und das ist eine andere Geschichte zu machen, da müsste man eigentlich registrieren lassen, die Webseite, Vorabkontrolle machen, jederzeit Überprüfung und so weiter. Man sieht, wie sinnlos das ist, wenn man weiß, wo überall die Pornodaten liegen. Das heißt, dieses Beispiel zeigt, dass diese Gesetze, wie sensible Daten oder auch persönliche Daten, wie wir heute schon gehört haben, ein reines internationales Problem darstellen, weil jede Nation anders wirklich damit umgeht. Eine interessante Anmerkung habe ich gemacht, weil mir das ganz witzig ich gefunden habe, es gibt einen Begriff der besonders schutzwürdigen Daten. Und da wird es spannend, da müssten wir eigentlich schon was von der Vereinsseite wieder was machen, weil darunter fällt wortwörtlich aus dem Gesetz Personen und Daten aus Informationsverbundsystemen. Naja, wenn jetzt mehrere Webshops sich vernetzen, fallen sie da drunter. Eigentlich. Und da schaut keiner hin. Naja, prüfen, es ist die Frage, wenn es aufpoppt und man sieht es, man protokolliert, es müsste man was tun können. Ich habe da irgendwo in den Unterlagen, jetzt vor kurzem, vor 2-3 Tagen, ist mit Amazon ein Prozess geführt worden wieder und da ist was rausgekommen als Gewinn für Konsumenten, muss ich nochmal nachschauen. Also es passieren schon einige Dinge, aber es ist halt sehr mühsam, gegen solche Konzerne vorzugehen. Aber genau das ist das Problem, wenn da unabhängige Firmen, die noch nicht so weit sind, dass sie sich gegenseitig aufgekauft haben, was der normale Weg ist. Wenn ein Großunternehmen was braucht, kauft er sich ein soziales Netzwerk. Das läuft einfach so. Und da hat man einen Verbund, solange das noch nicht im Kaufverfahren passiert ist. Also ein Tipp in der ganzen Geschichte führt dahingehend, sparsam mit der Information umgehen. Ganz sparsam. Nur das ausfüllen, was wirklich Pflicht ist. Und dann eventuell verfälschen mit Notizen, soweit das möglich ist, und halt aufpassen, dass man da nicht so viel bekannt tut, gibt. Mehrmals falsch ist, einmal richtig, das ist ein Schlagwort, wie die Statistiker das versuchen zu korrigieren. Aber ein Haken, das sehe ich regelmäßig, wenn ich irgendjemandem eine Mail schicke oder irgendwas in der Richtung mache, das zurückkommt, der ist jetzt gerade nicht da. Auch das sollte man in irgendeiner Form, falls es gefragt wird, nicht kundtun. Denn nichts einfacher ist das, wenn er sagt, ich bin nicht daheim, aha, jetzt kann ich einbrechen gehen. Also diese Informationen bis ins kleinste Detail mit Vorsicht genießen und eingescannte zum Beispiel in einen A-Trust hineinlegen. Interessant ist noch das Thema Telefonumfragen. Also da bin ich ein besonders lieb Kind, wenn mich einer anruft, weil das ist das, was man am wenigsten beantworten sollte, weil man nie weiß, was dahinter steckt. Also das ist ein Punkt, Telefonumfragen mit höchster Vorsicht genießen, denn es gibt definitiv Umfragen, die zielen auf gewisse Angriffe schon hin. Speziell auch auf die Location, wo man sich befindet, wenn man irgendwo hinfährt auf Urlaub oder waren Sie schon auf Urlaub und Sie sagen nein, ist die Wahrscheinlichkeit schon wieder höher, dass demnächst fahren. Also da gibt es ja viele, viele Dinge, die hier zusammenspielen. Also Telefonumfragen sind ein bisschen heikel, dass man da keine Daten kundtut. Und die meisten, manchmal werden die auch infolge von Geschäftsanbahnungen im Web natürlich auch gemacht. Es gibt natürlich einen Punkt, der interessant ist, das sind die indirekt personenbezogenen Daten. Das sind die, die verfälscht sind. Das heißt, auf Deutsch gesagt, wo man nicht weiß, wer dahinter steckt.
damit muss man leben, dass das einfach als Statistik für Auswertungen genommen wird, ist an und für sich auch nicht schlecht. Nur wie gesagt, einer hat den Schlüssel. Wer hat den? Wer hat anonymisiert und ist es wirklich anonym? Das ist leider oft, nach außen wird gesagt, das ist eh anonym, in Wahrheit weiß man genau, wer das war. Vielleicht reicht ja eine Vernetzung im Key-Bereich. Wir haben natürlich aber auch ein anderes Problem noch. Wir wünschen uns immer ganz gute Konsumentenschutzgesetze, die uns da schützen und helfen in dem Bereich. Aber einen Haken haben wir schon in der Richtung. Wenn nämlich auf der anderen Seite die Gesetze relativ unklar sind oder vielleicht auch zu streng sind, weil der Konsumentenschutz übers Ziel schießt oder große internationale Unterschiede bestehen, dass gewisse Risiken zu hoch wären für Unternehmer. Auch das ist ganz klar, denn wenn sie für eine Zertifizierung zu viel zahlen müssen, werden sie das nicht tun. Das ist ganz klar. Und wenn das natürlich so weit geht, dass dann für den Anbieter der Schaden nicht kalkulierbar ist, Sie kennen den amerikanischen Markt, wie heikel der manchmal ist mit den Schadenersatzklagen, dann kann das natürlich schwierig werden. Und ein Thema, was wunderschön im Raum schwebt, ist die lebenslange Garantie. Manche haben das in Österreich schon versucht, indem sie alle 3 Jahre den Notebook als kaputt zurückbringen und sagen, ich will einen neuen haben. Da haben wir so nette Gutachten schon gehabt in der Richtung. Da war immer irgendwas kaputt. Ja, nach dem dritten Mal wird dann jemand befragt, der das dann analysieren soll, ob es wirklich ein echter Schaden ist. Aber meistens ist das dann so teuer, dass die trotzdem wieder ein Notebook geben. Das war so ein Fall, da kommt eine Anfrage, es war von einem großen Einkaufscenter, kommt die Frage, ist das ein Schaden, der wirklich in Garantie fällt? Display war gebrochen. Die Vermutung war sehr naheliegend, weil es genau eine Bastard, wenn man da einen Radiergummi herlegt und zuklappt, ist das Display kaputt. Und kriegt man einen neuen Computer, hat sich der gedacht. Hat er auch bekommen, aber das letzte Mal. Weil ich habe dann zurückgeschrieben, okay, das kann ich zwar festkörperphysikalisch genau die Bruchstelle analysieren aber und feststellen, ob das gebrochen ist, aber wenn man das macht, kostet das ein Zigfaches vom Computer selber. Also probiert wird in der Richtung die lebenslange Garantie auch von verschiedenen anderen in dem Bereich. Ja, jetzt gehen wir mal zum Thema, wie schütze ich mich also jetzt konkret? Erstens einmal, sofern es leider noch notwendig ist, und das wird noch lange sein, ein Passwort. Einige Regeln zum Passwort, gewisse Länge, 20 plus ist nicht lange. Wenn Sie ein ordentliches Kryptoprogramm betrachten, schlägt der eine noch längere, wirklich sichere Lösung vor. Ich muss aber eines sagen, das grenzt dann schon wieder ans Zwangsneurotische, denn das kann dann zwar Pentagon und CIA vielleicht knacken, aber nicht der Nachbar. Also das ist immer die Frage, auch mit der Tür, das kennen Sie vielleicht, ein Bekannter von mir hat sich so eine dicke Tür machen lassen. Wo machst du das? Damit die Einbrecher drüben einbrechen. Das heißt, wenn meine Tür stärker ist als die vom Nachbarn, brechen Sie dort ein. Aussieht, das reicht an und für sich schon. Ja? Und genau dasselbe gilt auch bei gewissen Passwortvarianten, wenn er sieht, wenn ein Algorithmus kommt, zu Ziel bleibt, pfeift er drauf. Dann natürlich mischen entsprechend und die alte bekannte Regel, nicht so wie früher, man gesagt hat, nimm einen dicken Lexikonstich hinein in den Zirkel und nimm das als Passwort. Genau das machen die Suchalgorithmen der Hacker. Das heißt, da geben sie schon vor, Phrasen, welches Lexikon, welche Sprache und so macht er schon seine Brute-Force-Attacke. Das heißt, heutzutage ist ein gutes Passwort eines, das in keinem Lexikon steht. Also ein kleines Beispiel, das gebe ich immer sehr gern, verwende es selbst natürlich jetzt nicht mehr, wenn ich es erkläre. Ich gehe abends in den Wald und die Anfangsbuchstaben nimmt er einmal. Klingt einmal nicht schlecht. Dann irgendein Sonderzeichen hinten dran, es geht um Geld, also nehme ich einen Dollar, Dollar fällt auf, nehme ich einen Euro. Okay, so. Dahinter dann eine Zahl. Und die Zahl, wie merke ich mir die? Na, so wie einen PIN, ist die nächste Folie. Also man kann sich selber sozusagen Algorithmen definieren, das ist das Ziel, was ich Ihnen mitgeben will. Wenn Sie in einem Webshop unterwegs sind, bauen Sie sich selber einen persönlichen Algorithmus und aus diesem heraus können Sie dann das Passwort sich merken. Manchmal sogar aufschreiben, einen Teil davon, nämlich die Zahl. Auf das komme ich gleich. Und nach Möglichkeit, aber da komme ich später nochmal darauf zurück, weg vom Passwort. Und das wird sicher in Zukunft verstärkt kommen, dass man halt nicht unbedingt immer von einer Firma jetzt einen Kunden-USB-Stick bekommt. Das machen manche Kaufhäuser, also steigen auf sowas um, was als Kundenkarte einen Stick verteilen, aber ist auch nicht das Wahre. Den hat man nicht dort, wo man braucht. Welche Hardware hat man immer bei sich? Das Handy, logisch. Also wird das Handy genau so eingesetzt werden, wie es normalerweise beim Banking üblich ist, Challenge-Response-Verfahren, also ich tippe ein Passwort ein, was in Wirklichkeit irgendein Kombi ist, die halt
unkritisch ist, wenn es geklaut wird, weil der schickt dann an eine Handynummer noch ein Key, den ich eintippen muss. Da muss man dann aufpassen, dass man sein Device wirklich immer bei sich hat. Das ist der nächste Punkt, der noch ein letztes Restrisiko bei diesem Verfahren nach sich zieht. Also der Token ja, aber das Handy ist das Universal-Device in der Richtung. Ja, und das sind dann die, da gibt es auch übrigens einen Online-Checker, der prüft noch einmal nach, ob das Passwort stimmt. Da würde ich nicht das ganze Passwort eintippen, sondern nur das ohne Zahl, denn als Zwangsneurotiker könnte das Programm sich das vielleicht merken, wem verschicken. Aber da wird man dann schon sehr zwangsneurotisch. Darum sage ich, es ist harmlos, aber da würde ich nur das Passwort in dem Teil eintippen, wo danach noch von mir eine Zahl dahinter kommt. Weil das ist dann das echte Passwort. Also das sind so die zwangsneurotischen Verfahren, die man in sich langsam entwickelt. Ja, und wenn man jetzt zur Zahl kommt, jetzt wird es spannend, bei der Zahl erstens niemals aufschreiben. Und damit wird es natürlich schwierig, wenn ich jetzt hergehe und ich habe da wirklich 20 verschiedene Security-Bereiche und da habe ich immer die letzte Zahl von mir dahinter, das ist schlecht. Wenn da immer 1, 2, 3, 4, 5 steht, sowieso schlecht, aber sollte einfach als Zahl nicht stehen. Daher baut man sich selber, und jetzt wird es spannend, ganz kurz nur zum Nachdenken, ganz kurz für sich eine Regel. Und ich kann immer eine Zahl aufschreiben, sie anschauen und sofort zu meinem Key umbauen. Wenn ich nämlich umkehrbare Algorithmen einbaue in der Security. Das heißt, nehmen wir ein kleines Beispiel. Die heikle Zahl ist 3412, das wäre mein PIN angenommen. Und jetzt gehe ich her und spiegle das geistig. Man denkt bei der Mitte an Strich, 41 wird tauscht und 23 wird tauscht. Fertig. Und ich habe schon einen Algorithmus für mich, dass ich hergehen kann und 2143 auf meine Bankomatkarte hinten draufschreibe. Und wenn ich es dann eintippen soll, schaue ich das nur an und kann, ohne dass ich was ändere, sofort sagen, ah, gespiegelt. Das heißt, ich nehme mir jetzt die Zahl wieder in der Mitte und spiegel sie, die da steht. Nur das hinschauen. Brauchen Sie nichts aufschreiben. Obwohl die Zahl drauf, und der kann sich durchaus seine zigmal ausprobieren, der wird mit 2143 nichts anfangen, wenn er meine Karte findet. So, jetzt ist natürlich interessant. Bitte? Probiert aus dem Spiegel. Scherzvoll. Aber jetzt nehmen wir das Beispiel. Angenommen, du bist jetzt ein braver Bösewicht, ja, und klaust dir meine Kreditkarte und da steht das drauf. Dann weißt du, ah, der Manfred hat den Code, da kann ich schon eine damit. Schmeck's, nicht so. Denn es gibt noch andere Algorithmen, die genau denselben Spaß machen, dass sie nämlich reversibel sind. Und wenn man jetzt für sich definiert, aus dem nächsten Algorithmen eine Kombination, die man dann lebenlang hat, kann nichts passieren. Zweiter Algorithmus, der umkehrbar ist, ist der Außentausch zum Beispiel. Logisch. Spiegeln ist nicht Außentausch, bei innen wird er nichts verändert. Drittes Beispiel, rotieren im Kreis. Einmal rechts, einmal links. Das ist, machen nicht bitte alle die Algorithmen, sonst stehen sie vom Bankomat eine halbe Stunde, bevor sie vortreten haben. Das ist ja alles das Ziel. Also es sollte nicht, dass sie alle kombinieren, aber zwei geschickt kombinieren. Und das Schönste, weil das wissen nur die Informatiker, wo es ein neuner Komplement ist. Ist auch reversibel. Denn es wird ein Dreier zum Sechser und wenn man umdreht, wieder auf neun ergänzt, wieder zum Dreier. Da können Sie eine wunderschöne Zahl sofort ergänzen. Also das sind die Ideen, wo ich sage, gerne die Zahl dann aufschreiben, aber die kodierte. Und somit haben Sie einen einfachen Weg als Tipp, wie Sie Zahlen für immer sicher einmal in sich definieren. Das heißt, Sie sagen, einmal spiegeln, einmal links rotieren, neuner Komplement und das war's schon. Wie geht das mit neuner Komplement genau? Ergänzen auf neun. Das ach heißt, so, ja, 6, 5, 8, 7. So, das geht irrsinnig locker beim Hinschauen. Ja, ja, passt schon. Ja? Also so einfach kann man das durch Kombination machen. Also diese einfachen Regeln zu nehmen, da sieht man zum Beispiel unten Spiegel plus 9er Komplement. Das sind also die Zahlen, die man dann sozusagen sich notiert und irgendwo aufschreiben kann. Zu den Folien noch, weil Sie ein Foto gemacht haben, die liegen auf der Webseite, also das können Sie sich dann doch zu Gemüte führen. Noch das gefällt mir so gut, das muss ich mit sagen. Ja, das ist, ich freue mich, wenn ich einen guten Tipp geben konnte, weil das sind einfache Regeln. Ich sage immer, Awareness muss so sein, dass er jeder kann. Und das kann ich auch erklären einer Sekretärin. Nicht alle Algorithmen, aber wenigstens ein Teil davon. Also das mit neuner Komplement würde ich nicht so nennen, sonst versteht es vielleicht nicht. Das ist 10er Komplement für die Sekretärin, das geht nicht. Lass mal das mit deinen Komplimenten. Okay, also das zu dem Thema, wie ich mich heute auch ganz gut schützen kann, wenn ich keine Tokenlösung habe. So, aber jetzt kommen wir zur interessantesten Lösung. Sie werden es nicht glauben, wenn Sie im Internet schauen. Erstaunlich.
Das ist ein Vergleich auch mit dem Brexit, werde ich da gleich bringen. Security-Forderung von morgen, Kundenkarten mit Chip, EK-Thema, Device haben wir gesagt, aber RFID, subdermale Implantate. Haben alle Hunde, die seriös rumlaufen. Und da habe ich jetzt nicht eine Hundepfote, sondern eine Menschenhand, wo ein Implantat drinnen ist. Jeder sagt, bist du Wahnsinn, der wird gechippt. Ich behaupte, in absehbarer Zeit wird das nicht nur freiwillig sein. So geht es ganz offen. Meine Meinung. Dass es freiwillig gemacht wird, gehen Sie im Internet schauen. Wer macht das gerne? Disco-Besucher. Sie werden es nicht glauben, wie viele Discos es gibt, wenn man so einen Chip hat, kann man rein, wenn man will, braucht nichts zahlen, gar nichts, weil das alles einmal im Monat erledigt wird. Der legt die Hand einfach auf die Tür, sie geht auf, legt die Hand am Tisch, okay, schon zahlen. Perfekt. Papa wird schon richten. Da gibt es Discos in Amerika, wenn Sie nachschauen, ganze Firmen, wo man das selber sich kaufen kann, selber implantieren kann. Und in Amsterdam hab ich gelesen, vor kurzem hat er so ein Disco aufgemacht, die alle, die dort hineinkommen, die. Er schmiert den anderen, es geht schon zu Gericht. Ne? Ja, perfekt. Also der amerikanische Politiker das machen lassen, der hat Angst gehabt vor Entführung. Auch nicht da dran. Ein Südamerikaner. Südamerikaner. Amerikanischer Verdacht. Vor Entführung. Ja, ja. Und wollte sie mit Hilfe eines Chips halt das empfinden. Ja, das wird schwierig, weil der Chip eine Nahreichweite hat. Also das wird mit der Distanz ein bisschen schwierig werden in Südamerika überhaupt. Aber im Prinzip ist das natürlich für Zutrittskontrollen und Identifikation von Personen durchaus eine einfache Lösung. Man kann im Internet mal nachschaut, da unten gibt es zum Beispiel, habe ich eine Seite im Link, da können Sie selbst sich einen Chip ordern, der auch beschreibbar ist von Ihnen und mit Daten bespielt werden kann. Und Sie implantieren sich den. Genau, so ist es. Kommt demnächst, also RFID ist ja kein Thema. Also das. So groß wahrscheinlich, ne? Das ist ganz klar, das wird injiziert mit einer Nadel, das geht relativ einfach. Also das sind natürlich die Geschichten, wo es hingeht, und wir reden ja vom Einkauf in der Zukunft und Security, das ist das richtige Folie dazu zu dem Thema. Wie weit das natürlich dann von manchen ignoriert wird, die zum Beispiel nie shoppen gehen im Internet, oder ich kenne auch Kollegen, die nie eine Kreditkarte oder Bankomatkarte haben und trotzdem IT unterrichten. Es gibt Leute, die sich aus Prinzip dazu bekennen, so ist es halt. Aber okay, ist in Ordnung, kann man akzeptieren. Aber wenn es natürlich in die Breite geht, sind solche Sachen von der Security ja nicht uninteressant. Ja, und jetzt habe ich zusammengefasst einmal die 10 Gebote der Shop-Auswahl, übrigens in Anlehnung, das finden Sie sogar von der Help-GVAT-Seite sowas. Die haben sich auch damit auseinandergesetzt, aber da komme ich dann gleich auf einen Punkt, wo ich vor kurzem eine böse E-Mail geschickt habe an die lieben Leute bei der Help-GV. Kommt dann gleich nachher, weil die sind nicht ganz aktuell. Also erster Punkt einmal, haben wir schon gehört im Impressum, bitte Firmenname, Anschrift und solche Dinge sollten eindeutig. Und da steht auch schon Firmenbuchnummer, die gehört natürlich in Österreich rein. Und damit habe ich über das Firmenbuch den ersten Schritt. Wenn da der Firma steht, die nicht im Firmenbuch steht, und das kriegt man heutzutage mit Firmen-ABC sofort raus, das ist kostenlos, können Sie klein nachschauen, welche Firmenbuchnummer das ist. Kostet nichts, kann man nachschauen. Also wenn man wirklich heikel einkauft, Webshop, Impressum, Firmenbuch. Wenn man noch mehr neurotisch ist, kann man natürlich auf die Zentren gehen, die Webseitenadressen vergeben. Eben die RIPE oder Internic, und dann erkennen, ob das zusammenstimmt. Ist der nächste Schritt. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten auch, aber das wären die einfachen Schritte, die jeder machen kann. Dann natürlich die Vertragsbedingungen. Hier steht so schön transparent. Jaul, wie viele Seiten haben die AGBs? Ich habe jetzt wieder so eine AGB-Liste gekriegt mit 45 Seiten, also das ist ja ein Wahnsinn. Also da braucht man wirklich erstens einmal juridische Grundausbildung und das Ganze einmal verstehen, ist mühsam. Und dann sollte natürlich auch die Garantiebedingungen übersichtlich dastehen. Haben wir schon gehört, Garantie ist freiwillig, der Rest ist sowieso gesetzlich geregelt. Und natürlich eventuelle Zusatzkosten, damit man nicht das traurige Erwachen hat. Haben wir gehört, kostenlose Lieferung aus China könnte auch 100 Euro kosten, der eine Euro. Das ist natürlich jetzt die Frage, die machen es kostenlos, aber wenn sie wollen, nachher können sie 100 Euro verlangen, weil so viel kostet in der anderen Richtung. Also das kann durchaus passieren, dass man da ein Erwachen hat nachher dann. Und natürlich mit den Zahlungsmöglichkeiten sowieso möglichst über eine Notariatsstelle, wie man das nennt, also über eine unabhängige dritte Stelle, das bezahlen lassen. Interessant ist es, dass manche Shop-Anbieter im Internet das mit anbieten. Das heißt, da kann der einen Shop einrichtet, auf deren Webseite sich sein Shop einrichten.
die machen die Zahlungsangelegenheiten, du überweisen das Geld aufs Konto. Irrsinnig einfach heutzutage, also das haben wir in der Firma installiert für eines dieser Lösungen, das ist in 3 Tagen von einem Spezialisten installiert und der hat seinen Webshop laufen. Mit allem, was sie brauchen, mit Logos, Daten muss man halt nur reinfüttern. Das ist der einzige Arbeitsaufwand, das die Daten hineinzubringen. Aber einen Webshop heutzutage zu betreiben, muss man ja nicht selber machen. Da gibt es Anbieter, die als Webshop-Anbieter fungieren und das einfach bereitstellen. Und das Schöne daran ist, sie brauchen sich nicht plagen, wenn der in Amerika nicht zahlt. Weil der kümmert sich der drum, weil der überall seine Niederlassungen hat. Weil wenn sie einen Webshop selbst betreiben und der Arme zahlt nicht, was machen sie dann? Meistens das Kreuz drüber, bevor der Aufwand zu hoch wird. Und die haben zum Beispiel in Holland eine Niederlassung für die EU, Gott sei Dank nicht in England, in Holland, und damit klappt das. Ja? Zu den Zahlungsmöglichkeiten. Mhm. Oft gibt es Kreditkarten, aber nicht immer ist zum Beispiel bei Visa das Verified bei Visa dabei. Richtig. Was macht man mit solchen Anbietern? Naja, ein Restrisiko haben sie dann, dass sie es nicht bekommen. Also das Problem ist die Liefersituation. Die Verified bei Visa haftet auf der einen Seite dafür, dass nichts abgebucht wird und nichts kommt. Aber sonst, ich kenne das auch, einmal kommt das so mit und ohne Verified, aber für den Benutzer selbst sehe ich nicht viel Unterschied. Der Schutz ist es. Richtig, ja. Der Schutz ist für den Händler und nicht für die. Richtig, der Schutz ist für den Händler, nicht für den Konsumenten. Ja, ist auch für mich. Nein. In Wirklichkeit nicht. Wenn man vorne einer gesehen hat, ja. Und der hat den Umdraht und hat den Code, dann kann er schon zahlen. Wo ist die Kreditkarte, wie man würde sagen, erledigt wird, und weiß das nicht, die werden das sofort zurückzahlen. Ah. Also in Wirklichkeit, so wie wir es heute schon gehört haben, die Kreditkartenfirmen wollen das Risiko ja nicht eingehen, dass irgendeiner dann sagt, ich bin betrogen worden von denen. Dann gibt es da die Karten sofort zurück. Das heißt, ist der Schutz in Wirklichkeit ist für den Händler. Genau. Und das größte Problem für einen Händler ist immer, dass der Händler nicht nachweisen kann im Normalfall, dass er die Unterschrift auf der Rückseite korrekt geprüft hat. Auch beim normalen physischen Zoll. Ja. Weil wenn da einer Kraxen hinmacht, der so ähnlich ausschaut, wie würde der das nachvollziehen? Das heißt, am Schaden bleibt er nicht immer der Händler mit. Und das ist genau für den Händler. Der Händler kann genau seine Kreditkarte akzeptieren ohne die 3 Ziffern. Das ist eine reine Freiwilligkeit, um geschützt zu sein mit einem Verified. Also ich kann genau, dass diese Überprüfung wird nicht von der Kreditkarte vorgeschrieben. Ja, wie gesagt, wenn du Verified bei Visa verwendest und das wird irgendwie ein anderer Punkt ab, wie auch immer, dann bleibst du am Schaden. Weil der Händler kann dann sagen, Verified bei Visa, ich bin fein. Ich verstehe es schon, der müsste ja mein Passwort kennen. Ja, natürlich. Aber ja, das ist ein Kater. Also der Händler hat den Schutz. Genau. Ja, die Karte gebe ich ja doch immer wieder mal aus der Hand. Das ist ja das Unangenehme. Nee, das sollte man das nicht tun. Deswegen eine Karte aus der Hand geben, nein, sowas. Das ist genau das, was ich gesagt habe. 3 Ziffern hinten, einmal die Karte aus der Hand. Eine Kopie von dem Rubbelding hat er in seiner Taverne liegen. Kann er bestellen im Internet. Zwei Handyfotos. Ja, so weit denken die wahrscheinlich gar nicht, aber das merkt so. 3 Ziffern merkt sich auch ein Kellner da unten. Wenn man das durchstreicht, das zeigt es hinten. Bitte? Wenn man das durchstreicht, das zeigst, dann kann er nichts lesen. Ja gut, aber das ist das Problem, was machen Sie? Was machst du damit? Ja, mit meiner Methode, genau, perfekt. Nein, man schreibt drunter das neue Kompliment von den 3. Das passt schon, streicht es oben durch. Okay, passt, perfekt. Na, wieder was gelernt. Und das habe ich auch noch nicht gedacht, das sollte ich immer machen, meine Kreditkarten. Ja, meine eigenen Regeln dort anwenden. Okay, gut, kommen wir zu den zweiten Hälfte der 10 Gebote. Also eine Gegenbestätigung machen per E-Mail. Und interessant ist ja eines, das heißt immer, was ist ein E-Mail? Ist das rechtsgültig? Ist es nicht? Es ist immer eine Beweiswürdigungsfrage im Streitfall. Das ist wichtig. Dieses Vokabel sollte man sich merken. In Österreich gibt es nur eine Beweiswürdigung, eine noch genau richterliche Beweiswürdigung, wenn es ernst wird. Und weil er selber das als Richter nicht beurteilen kann, beauftragt er meistens einen Sachverständigen. Aber im Prinzip geht es immer um eine Beweiswürdigung. Und wenn Sie einen E-Mail vorlegen, ist das schon ein halber Beweis. Der echte Beweis ist, wenn Sie noch eine Lesanforderung anfordern. Dann ist der zweite Beweis. Also können Sie immer mehr die Würdigung der Beweise erhöhen. Und je mehr Sie haben, umso besser für Sie. Also das ist ein wichtiger Punkt, dass man das so bedenkt. Wenn es zu einem Streit kommt und man hat viele Belege, ich mache das meistens auch, wenn ich was bestelle, bin ich auch immer neurotisch, ich mache immer einen Snap vom Bildschirm und wurme mich dann, wenn eh hinten auch nur was zum Drucken kommt.
Aber man weiß ja nicht, ob da nur ein Druckbutton hinten auch kommt. Oder ob es funktioniert. Genau. Das heißt, in so einem Fall gibt es immer mal schön brav Snap und geht schon. Aha, gut, brauche ich nicht, kann ich löschen. Aber auf alle Fälle habe ich dann immer schöne Belege und kann nachweisen, was los ist. Ja, also ich habe da so einen Snapper drauf, wo ich auch Ausschnitte snappen kann, was praktischer ist. Weil immer der ganze Bildschirm ist okay, geht auch, aber so ein ausziehbares Fensterchen zum Snappen ist ganz gut. Also das ist die Bestätigung, damit es funktioniert. Und natürlich diese Geschichten mit Rückgaberecht und so, da sind wir sehr gut unterwegs im B2C. Also der Konsument hat auch recht gute Rechtsrückgaben, von, wenn er nicht zufrieden ist und gefragt, während im B2B ist es ein bisschen was anderes, aber da reden wir heute auch nicht drüber. Und die Lieferzeit sollte angegeben werden. Ist ja recht nett, mit den Lieferungen, auf das komme ich dann gleich noch. Und der Anbieter sollte sich verpflichten, nicht an Dritte weiterzugeben. Damit beginnt der Kreislauf der Vernetzung der Shops. Also an dem Punkt 9 wird schwierig werden, im internationalen Bereich sowieso. Bitte? Wenn der Bieter sagt, er darf die Daten nicht an Dritte weitergeben, der darf dann auch an Merkur weitergeben, weil der gleiche Grund ist? Wenn es verwandt sind, schon, ja. Also verwandt, Firmenbeteiligungen untereinander. Rewe. Ja, Rewe natürlich, ja. Rewe, absolut, im Rewe-Bereich ist das... Nein. Es ist ja so, auch bei Zukauf von Firmen hast du nicht unbedingt, dass dann Firmenname gewechselt wird. Das geht ja nur die Eigentümerschaften. LinkedIn ist ja da jetzt gerade gekauft worden, also die werden auch nicht den Namen wechseln. Okay, gut, komme ich jetzt zu dem Punkt, was wir vorhin gehört haben. Es gibt eine schöne Webseite, wo schon 295 zertifizierte Shops drauf sind. Jetzt beginne ich zum Nachdenken, wer könnte das in Österreich sein? Weiß ich jetzt nicht. Aber jetzt wird spannend. Ich bin natürlich auf die Webseite gegangen, im Sinne der Vorbereitung haben wir das angeschaut. Und da steht links ganz großartig News. Und die letzten News waren aus 2010. Da beginne ich als Security-Mensch ein bisschen skeptisch zu werden, wie das so läuft. Aber ich halte mich da völlig zurück einmal noch, weil mehr will ich da nicht aussagen dazu. Aber auf alle Fälle, man bin gespannt, was die so alles geprüft haben. Müsste man sich einmal anschauen, wenn einer einen Webshop gründen will von Ihnen, kann man das ja gemeinsam einmal durchexerzieren. Das Zertifizieren einer Webseite in Österreich. Spannendes Thema, weil ich auch nicht weiß, wer es tut. Also ob das die TÜV jetzt nicht machen, weil sonst wäre ein TÜV-Zeichen da irgendwo drauf, wer immer das macht. Also ein interessantes Thema, die E-Rating.at, werden wir uns vielleicht als Verein einmal zur Brust nehmen und schauen, was die so tun. Ja, und jetzt kommen wir natürlich ein bisschen ins Philosophische hinein. Wohin führt das Ganze? Und da gibt es ein Buch 1932 ins Deutsche übersetzt, also schon vorher geschrieben von Aldous Huxley, Brave New World, schöne neue Welt. Und wenn man diese Texte hier liest, lesen wir das einmal. Mittels mentaler Indoktrinierung bereits der Kleinkinder werden die Menschen in gewisse Gruppen geprägt. Jaul, das ist doch Gegenwart. Allen Kasten, also diese Gruppen, die da entstehen, dieser visionären Gesellschaft, gemeinsam ist die Konditionierung auf eine permanente Befriedigung durch Konsum, Sex und Droge. Die Droge heißt Soma, die den Mitgliedern dieser Gesellschaft das Bedürfnis zum kritischen Denken und Hinterfragen ihrer Weltordnung nimmt. Das ist die wichtigste Folie, glaube ich, des heutigen Tages. Und jetzt machen Sie bitte eines, ersetzen Sie Soma durch Internet. Und das vor 80 Jahren. Also das ist so faszinierend, wenn man das betrachtet. Also darum, da habe ich Luft geholt, wie ich das gelesen habe, und man denkt, das muss ich unbedingt reinhängen, weil das ist wirklich faszinierend. Sollte man sich einmal gedanklich damit auseinandersetzen, wohin wir es steuern mit unserer lieben Gesellschaft. Und daher habe ich die nächsten paar Folien noch unter dem Titel Brave New World dazugefügt und auch als Conclusio oben dazu notiert. Wie schaut es aus in Zukunft? Nach dem Einkauf über den Webshop wird die Lieferung erfolgen. Na, aus dem Haus gehen gehe ich schon nicht wegen Einkaufen, da gehe ich ja schon gar nicht wegen der Ware außer Haus. Ist ja blöd, wenn ich schon per Web bestellen kann. Also, Lieferung durch Dienstleister. Na, haben wir ja heutzutage, ist ja nichts Besonderes. Aber es geht ja schon besser. In Abholcontainer. Post gibt es ja auch schon. Wenn Sie so Postpackerl holen, will ich nichts dazu sagen. Ich gehe hin zu dem Ding, sagt er, ich soll zu dem Kastel gehen. Geht zu dem Kastel, sagt das Kastel, stellt sich hinten an. Ich bin schon wieder hinten gestanden. Das Packerl gar nicht drin, wenn der bei dem Container. Also, das ist ja nicht organisatorisch gehandelt. Weil da weiß der Postbeamte, schaut das selber nicht, ob er es holt oder ob der Kosten das hat. Also, aber gut, das ist ein Thema, man kann es natürlich schöner machen, dass man gar keinen hinstellt mehr, dann weiß man selber, ob es geht oder nicht mit dem QR-Code. In den Kofferraum eines Autos.
nette Geschichte. Irgendwo weiß einer, wo mein Auto ist und der andere, der es liefert, weiß, wo das ist und kann hinein und macht den Kofferraum aus, haut rein. Wunderbar. Ich komme heim und habe das eh schon hinten drinnen. Das gibt es schon, ja. Schauen Sie im Internet nach. Also ob das, wie weit der Service jetzt schon aktuell angeboten wird, aber du weißt vielleicht mehr. Vielleicht gibt es das schon, mit die österreichische Post testet das, aber jetzt nur mit Gewerbemäusern, ich bin ein Handwerker und ich brauche morgen 100 Schrauben, wird das eigentlich in das Auto. Ja, und die Frage, die haben den Schlüssel dann nein. Ja, wir kaufen den Schlüssel, der Auto braucht, dann geht's nicht, ja? Geht natürlich, auf alle Autos geht's nicht, nein. Beim Cabrio geht's, da hat er so beide. Okay, können wir nachher gerne weiter diskutieren. Ich mal schließe ab, damit wir langsam weiterkommen. Dann natürlich Drohnen in den USA. Also es ist die erste Pilottestphase jetzt mit Drohnenzustellung gestartet und bewilligt worden. Dort fährt schon so ein Prototyp-Test. Wird man schauen, was mit, bei uns mit, in Europa passiert mit der Amazon. Wird man sehen. Der nächste Punkt ist natürlich durch autonome Roboterfahrzeuge, wenn man auf der Straße einer begegnet, kann man sich ruhig hinstellen, der weicht schon aus. Also das wird eines der Schritte sein, also kleinste Transportfahrzeuge auf dem Gehsteig, kann durchaus laufen. Nur wenn er nicht bestochen ist. Und jetzt kommt natürlich der Punkt, der mich besonders mich wieder interessiert, aus den Themen IoT und ähnlichen Dingen mehr, nämlich Downloads, die laden nur mehr als gekauftes, sie kaufen sich einen Becher, ein schönes Service oder sowas, drucken am Knopf, kriegen ein Config-File downloadet, sagen drucken und der 3D-Drucker druckt es. Ist ja auch nicht schlecht. Das heißt, wir brauchen die Dinge ja nicht mehr physisch von der Industrie 4.0 irgendwo erzeugen lassen, sondern sie lassen es bei sich zu Hause erzeugen. Ist doch auch ein interessantes Geschäftsmodell. Und da geht schon verdammt viel bis zu einer Prothese, die schon gedruckt wurde, wie man weiß im Internet, auf 3D-Druckebene. Ich sehe eine Klinik in Amerika, wo so super reiche wohnen, die haben quasi Briefkästen mit Kühlung. Weil da bestellt sich der Manager, macht dann das Joghurt und die Milch und sonst was von dir, ein paar Milchverschläge. Und den Champagner, genau. Aber das ist old fashioned, das ist langweilig. Ich meine, da kann ich einen Radlfahrer auch hinschicken. Das ist der Spülblut, damit man den Kühlkreislauf unterbricht. Ne? Langweilig. Das Drucken ist viel interessanter. Also wenn es mit dem Drucken funktioniert, mit gewissen... Beim Champagnerdruck ist eher die Frage, wie lange es dauert, bis er die Reife erreicht hat. Das ist eher das Problem. Also ich würde sagen, bleiben wir auf der Kunststoffebene, da geht es relativ preisgünstig demnächst, in der Kunststoffebene irgendwas zu drucken. Wenn einem der Löffel fällt oder Besteck oder was, kann man Metalle, das machen die Amis ja längst schon mit den Militärs und so weiter. Okay, naja. Gut, der Fantasie ist jeder, ja, Fantasie ist jeder Spielraum gegeben, dass man das auf diese Art machen kann. Aber jetzt gehen wir noch weiter in der Brave New World. Wir sind ja eigentlich in der humoristischen Schiene unterwegs, aber es ist ein ernstes Thema. Das Einkaufen wird zum Eye-Shopping. Das heißt, man geht eigentlich ja nochmal gustieren in Wahrheit. Das Lusterlebnis Einkaufen wird auf einen Gustierausflug reduziert. Das müssen Sie ja mal der zweiten Hälfte unseres Lebenspartners kundtun, weil ich kenne das Prinzip, ich gehe einkaufen, Sie geht shoppen, das ist immer ein Problem. Ich bin gleich fertig und das Shoppen dauert ewig. Und daher ist der Vorteil, ich kaufe bei Amazon und Sie geht dort dann iShopping und sagt, was ich in Amazon bestellen soll. Okay, das ist sozusagen die Zukunft des Kaufens humoristisch. Ja, und dann natürlich Vereinsamung ist vorprogrammiert, wenn man das Ganze hier betrachtet mit den virtuellen Themen, die sicher zunehmen werden, die schon sehr realistisch funktionieren, wenn man das einmal ausprobiert hat. Also Big Data macht es möglich, sind wir jetzt beim Thema, der gläserne Mensch der Zukunft ist der glückliche Konsument. Also das ist so ein typischer schöner Satz von mir. Und weil nach der Analyse des Einkaufsverhaltens weiß der Computer wahrscheinlich besser als ich, was ich brauche, was ich mir wünsche und auch, was ich mir leisten kann, weil er mit der Bank redet. Demzufolge weiß er genau, was er mir vorzuschlagen hat und was ich nicht träumen darf, sondern jetzt kaufen kann. Amazon macht es ja schon so. Wenn sie dort einkaufen, da haben sie doch einmal was nachgeschaut, könnte nicht sein, dass vielleicht und überhaupt und so. Und das ist immer so. Man kauft immer mehr, als man eigentlich gewollt hat. Und Big Data macht es möglich dahinter. Also auch hier ist die Gesetzeslage nicht weit hinten nach. Und auch IoT macht was möglich. Nämlich im Prinzip entartet mein Einkauf zu einer Konfiguration meiner Systeme zur Erfüllung meiner Bedürfnisse. Dafür kriege ich einen Pulitzerpreis für den Satz.
Der Eiskasten weiß genau, wie viel Milch ich pro Tag verbrauche oder wann ich wie viel und welche Biere mir wünsche. Das Problem ist, wenn ich jetzt sage, ich möchte ein Bier, das zufällig Petra heißt, dann weiß nur einer im Raum hier, welches Bier ich will. Nur der wird vermutlich nicht im Internet das anbieten. Petra, korsisches Bier. Danke. Ja, also das ist so die Geschichte und der sorgt dann proaktiv und automatisch und so weiter und so weiter. Problem dahinter ist, von diesen 20 Milliarden IoTs, oder sagen wir 13 Milliarden, weil die anderen 7 Milliarden haben die Bevölkerung, die noch Handys hat. Also das ist noch die old-fashioned IoT, die neue IoT sind die automatischen Systeme. Wenn die natürlich unsecure Design sind, ja, dann werden die Eiskästen aller Welt, vereinigt euch, einmal Bösartiges tun und eine Erpressung aussprechen an ihre Hersteller. Wenn ich die und die Summe da in irgendeiner speziellen Zahlungsmethode beglichen wurde, Cybercoins oder so etwas, damit nichts passieren kann, wenn dann nicht sofort bezahlt wird oder in der nächsten Zeit die und die Summe, dann werden alle Eiskästen ab sofort eine Tonne Butter bestellen. Und das immer wiederum bei dem Prozess. Der Prozess Einkauf über Web ist ungefährlich, unter Anführungszeichen, für einen Softwarehersteller. Denn wenn der Produkte verschickt und die werden oder Download bereitstellt, geht die Bandbreite vielleicht in die Knie, was eine Selbstkorrektur ist, aber er hat nicht einen effektiven Sofortschaden. Wenn sie aber etwas liefern und das kommt zurück, haben sie einen Effektivschaden. Ganz zu schweigen von der Logistik und so weiter. Das heißt, von der Security her muss man schon unterscheiden, welchen Kaufvorgang mache ich und wie hoch muss die Sicherheit dort sein. Und da rede ich jetzt nicht von einem Sohn, der mit den Kontodaten seines Vaters irgendwo einen Ferrari ersteigert. Wo es schon zu Kosten kommt, wenn auch im öffentlichen Verfahren das Ganze wieder zurückgenommen wird, aber bei kleineren Beträgen wird es dann schon nicht so einfach sein, sich der Öffentlichkeit und deren Unterstützung zu versichern. Ja, und damit kommen wir jetzt zur letzten Folie in der Richtung, was leider die Awareness allgemein zu den Themen betrifft. Sicherheit bedeutet Aufwand. Das ist heute so. Und wenn Sie eine Sicherheit machen, sichere Systeme verwenden wollen oder selbst auf Sicherheit sorgen wollen, müssen Sie es akzeptieren, verstehen und wollen, sonst umgehen Sie es. Das ist so die typische Geschichte, ich würde es passen, muss man nicht merken, ich schreibe es auf. Das Umgehen von Regeln ist ein Problem. Man muss den Mehrwert erkennen, was bringt es, wenn ich wirklich auf meinem PC aufpasse. Und nicht nur hoffen, dass mir nichts passiert. Und umgekehrt wieder lebt der Mensch monoton. Furchtbare Sache. Was Sie jetzt tun, wollen Sie morgen auch noch so machen. Das heißt, je früher Sie mit Sicherheitsgedanken sich beschäftigen, umso leichter tun Sie es in Zukunft. Auch ein wichtiger Themenbereich. Also die Veränderungen sind unbeliebt. Auch, man kauft eigentlich immer noch so ein, wie beim Kreisler-Einkauf, dort nur halt jetzt jemand Web. Macht sich keine Sicherheitsgedanken drüber. Und die Risiken werden natürlich auch verdrängt, mir wird schon nichts passieren, da gebe ich eigene wunderschöne Foliensatz von mir, was man so sieht, wie der Mensch in verschiedenen Risiken nicht dieses managen kann. Wo einer unterm Auto liegt, ganz gefährlich und aber denkt nie daran, dass das Ding runterfallen kann und so Dinge mehr. Also der Mensch kann nicht mit Risiken umgehen, der ist nicht dafür gebaut. Und in der Philosophie sagt man, dass der Mensch würde gar nicht existieren, könnte damit umgehen. Denn wenn ich vor einem Löwen stehe, was mache ich? Na, Fersengeld. Aber wie auch noch? Jetzt, wie konnte der Mensch überleben? Da habe ich 20 Sitz vor den hingestellt, vor dem Löwen 20 und sind auf den losgegangen. Jeder hat gesagt, mich erwischt es nicht. Aber jeder von denen, ein von oder zwei, erwischt der Löwe. Nur, mir wird es nicht passiert, ich gehe auch hin auf den. Das heißt, das Prinzip, das Risiko richtig einzuschätzen. Oder anderes Beispiel, wenn Firmen zum Beispiel sagen, wenn Spitzenmanager dürfen nicht gemeinsam in einem Flugzeug fliegen, wenn das Kind ausstürzen. Sage ich, bist du dumm? Da darf er dann nicht auf die Straßen gehen. Weil Fliegen ist sicherer als Autofahren und auf die Straßen gehen. Also das heißt, das Bewusstsein, wo die Risiken liegen, ist dem Menschen nicht bewusst. Und das haben wir beim Webshop genauso wie bei allen diesen Dingen. Ja, aber das eine sind unabhängige Ereignisse, mehr oder weniger voneinander, ja. Das andere ist in einem Flugzeug sitzen. Ne? Also so gesehen, aber das ist nicht für hundertprozentig vergleichbar. Oh ja, absolut. Es geht um die Risiken, um die Vorgabe, etwas zu tun, unter der Aussage, es ist riskant. Die Abschätzung, was riskant ist, ist nicht im Kopf drinnen, im Menschlichen. Das ist das. Aber da können wir gerne später diskutieren. Da muss ich dazu anmerken, das gab es bei einer Versicherungsgesellschaft, die deshalb zugrunde gegangen ist, weil es so war, dass die Manager alle in einem Flieger gesessen sind. Deshalb
gibt es diese Regelung? Vermutlich, ja. Also wie gesagt, diese ganzen Themen kann man gerne noch nachher diskutieren. Da gibt es viele, viele Sachen, die noch dazu zu erwähnen wären. Aber wenn Sie sich Sicherheitsfragen haben, bis zur philosophischen Lösung hin, stehe ich da mit Rat und Tat zur Verfügung. Danke.